Fala galera, beleza? Mais um teste aí do Ryzen 5 3350G contra o 2400G no Battlefield 5. Lembrando que se você curte nossos testes, mas não é inscrito no canal, se inscreva para não perder mais nenhum. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, dein Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Cat, nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschütz bereit. Amerikanische Infanterie voraus. An das MG-Feuer! Mir gefällt das nicht. Sei stark, Hartmann! Befolg einfach deine Befehle! Da steht eine verdammte Kanone! Sieht gut aus. Anton 1, dein Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Flieger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Kerz. Vorrücken. Jawohl, Kommandant. Sie fliehen. Sie haben wohl schon einen Flieger gesehen, ne? Bom galera, e no Battlefield 5 os dois processadores tiveram praticamente o mesmo desempenho, mantendo uma média ali na casa dos 39 FPS. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostou deixa o like, isso ajuda bastante a fortalecer o nosso canal. E se curte nossos testes, mas não é inscrito, se inscreva para não perder mais nenhum. Valeu a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Valeu galera, falou, tchau, tchau. Behaltet die Fenster!